In dieser Firma war ich bis zur Nacht der Schande 1938. Die Firma wurde in dieser Nacht total zerstört, als ich am 10. November dorthin kam, stand der Chef vor dem zerstörten Laden und sagt: Leute, es gibt keine Arbeit mehr für euch. Ich war dann ohne Arbeit und meine Eltern beschlossen, mich für Palästina anzumelden. Ich kam dann im April 1939 auf ein sogenanntes Vorbereitungslager, das die Jewish Agency allmonatlich in Deutschland durchführte, in Hamburg-Blankenese. Und es waren jeweils 80 bis 85 Jugendliche aus ganz Deutschland, die von den Mitarbeitern der Jewish Agency praktisch einer Art Test unterzogen würden, um herauszufinden, inwieweit sie Eigenschaften in sich hätten, die eine Integration im landwirtschaftlichen Teil von Eretz Israel, von Palästina, schaffen würden. Wir waren damals im April 39, 17 Jugendliche aus Nürnberg. Insgesamt bekamen immer zwischen 15 und 18 Jugendliche aus den 85 ein Zertifikat nach Palästina. Von den 17 aus Nürnberg war ich der Einzige. Die anderen 16 können Sie heute im Shoah-Buch der Stadt Nürnberg finden.